Stratkos, was geht ab und willkommen zu einer wunderschönen Foodtour heute aus Steglitz. Und ich habe noch nie eine Foodtour aus Steglitz gesehen, aber hier gibt es 1, 2, 3 gute Spots, die ich euch zeigen will, ja. Und ich habe hier eine kleine Vergangenheit, hier war meine Oberschule, ja, in der Schlossstraße in Steglitz. Und deshalb kenne ich so ein paar Spots, aber ich war hier 10 Jahre schon nicht mehr. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Läden noch was drauf haben. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen, ja. Supportet den Kanal, dann können wir auch mehr Videos produzieren. Kommentiert einfach irgendwas oder geile Hotspots aus deiner Stadt. Und vielleicht bin ich bald auch in deiner Stadt und die Leute aus Berlin empfehlen mal geile Sachen. Okay, Bratkus, direkt ein Fail hier in Steglitz, ja. Wir sind vor Cepos. Cepos war früher ein sehr guter Chicken-Gemüse-Kebab, ja. Ob es immer noch ist, werden wir heute nicht erfahren, aber ihr seht es am Ende des Videos, denn ich komme einfach morgen wieder, ja. Aber wenn man um 19 Uhr schon zu hat, ist irgendwie komisch, Bruder. Ich weiß nicht, vielleicht läuft die Straße nicht mehr so krass, obwohl die Schlossstraße war immer belebt. Ich bin sehr gespannt, aber hier gibt es noch andere Hotspots. Let's go. So, Bratans. Wir stehen vor Bratpfanne direkt in der Schlossstraße. Den Laden gibt es einfach schon seit 1949 und das kann schon was heißen. Über 70 Jahre gibt es diesen Laden schon. Ja, ich habe gerade gefragt, ob wir ein bisschen drinnen filmen können. Der Chef war jetzt nicht da, dann ist mal ein bisschen Stress. Ne? Dann haben wir es einfach so gelassen. Ja, ihr seht den Laden von außen. Ja, alles schön sauber, clean. Den Laden hat mir mein Almanovic-Freund Tommy, schöne Grüße an meinen Schulfreund Tommy, gezeigt. Ja. Da waren wir öfters hier essen nach der Schule. Ja. Also ich war schon lange nicht mehr hier essen. Ich glaube 10 Jahre oder so. Pommes, rot-weiß, ihr kennt's. Nice. Sehr geile Schwimmbadpommes, sage ich. Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen. Schmeckt mir sehr gut. Einmal mit, einmal ohne Darm. Oben noch Zwiebel drauf. Hatte ich auch noch nie. So, erstmal reingehen. Chili-Pulver ist auch drauf. Hier fand ich immer die Soße so geil. Ja. Sie war anders als bei den anderen Läden. Sie hat immer, war immer so ein bisschen dickflüssiger und sehr tomatisch und geil. Mal gucken, ob sie immer noch so geil ist. Ja, Mann. Oh, Flashbacks. Mm. Ist das jetzt ohne oder mit? Mhm. Das ist ohne. Ich habe früher immer ohne gegessen. Aber auch Jahre keine Currywurst mehr gegessen. Ist einfach ein Berliner Ding. Aber ich muss sagen, Bruder, Bruder, die kann was. Die kann was. Die Soße ist hier so special. Ich finde die so lecker, die Soße. Mmh. Boah, die geht gut rein. Dieses geile Brot, ja, kennen wir auch von Kering 36. Gibst du hier rein. Mmh. Mmh. Boah, nochmal. Sehr, sehr nice. Ich glaube, für mich auch, ich war jetzt lange nicht bei Curry 36, aber für mich ist das, glaube ich, bis jetzt die beste, die ich jemals gegessen habe. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wo es geile gibt. Ich habe auch lange nicht gegessen, ja. Mehrere Jahre keine Currywurst gegessen. Aber Bruder, ohne Scheiß, ne, die ist krass. Die ist richtig krass. Sagt ehrlich, es ist eine 9 von 10. Ja, die Pommes ist eine 8 von 10. Geiles Ding, ja. Sehr, sehr guter Start in die Tour. Preise auch richtig fair, ja. 2,40 eine Currywurst. Preise fair. Schmeckt gut, kann was. Laden gibt es schon so lange. Nices Ding. Die Soße schmeckt auch wie früher. Schön fruchtig. Geil. Einfach ein bisschen zu fruchtig sogar. Ja. Aber noch wie früher. Der ist es einfach. Wir essen das Ganze jetzt noch auf und dann sehen wir es auch schon beim nächsten Spot. Hey Bratans, ich hatte so Hunger. Ich habe so reingepiekt da, Dicker. Ja, meine ganze Gabel ist einfach abgebrochen. Wer weiß, was ich jetzt esse. Plastik. Schmeckt zu nice. Hast du das? Perfekt. Kameramann stirbt gerade. Er hat diese Dings im Mund gehabt. Abbruch, Notaufnahme. Nimmt auf jeden Fall Zwiebel rauf, das macht den Unterschied. Und diese Soße, ich könnte die löffeln, Bruder. Was ist denn das? Was ist denn das für eine geile Soße? Okay, Bratkos, wir sind hier vor Fame Burger und damit verbinde ich ein bisschen mehr. Ja, also früher war hier die Fame Lounge, jetzt ist hier Statement. Und da gab es früher so ein richtig geiles Angebot. Ja, für 12 Euro oder so hattest du einen Burger, Getränk, Pommes und eine Pfeife. Ja, also ich war oft hier und hab mir das dann gegönnt und da war der Burger
Sehr, sehr gut, ja. Jetzt ist es getrennt, glaube ich, ja, aber du kannst immer noch bestellen für die Shisha-Bar. Yes, Mann, lass mal gucken, was der heute noch kann. Steglitz hat ein bisschen Stock im Arsch, würde ich mal sagen. Ja, also klar, ich verstehe die Mitarbeiter auch, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob du hier richtig filmen kannst, weil der Chef ist nicht da. Ich meine, ruf ihn an, ja, keine Ahnung, klar, hin und her. Ne? Also es ist halt immer schöner, wenn man die Aufnahmen hat, wie der Burger zubereitet wird. Heute leider Steglitz ein bisschen, ja, wie gesagt, Stock im Arsch. Ja, aber wir sind ja hier für das Essen, ist halt schöner für euch, ne, wenn ihr sehen könnt, wie wir zubereiten. Alles. So, let's go. Boom. Früher war auf jeden Fall anderes Brot, daran erinnere ich mich. So, was haben wir drin? Wir haben einen Cheeseburger genommen. Tomate, Salat, Zwiebel. Ja, der ist es. Nice. Aussehen, ja. Sieht okay aus, ne? Sieht gut aus. Lass mal rein da. Schmeckt ja wie früher, boah, keine Ahnung, ey. Da muss ich noch ein bisschen beichten, ich war hier auch bevor ich 18 war. Es schmeckt auf jeden Fall anders. Ja, ich glaube, es sind auch andere Besitzer, ich weiß es nicht. Sag ich ehrlich, der Bun ist ein bisschen trocken. Mhm. Hm. Boah, Freunde, ich weiß nicht, ja. Also ich, hier habe ich keine Flashbacks wie bei der Bratwurst. Ja. Heute sind so ein bisschen Flashbacks, das war meine Oberschulzeit, ja, wo ich hier unterwegs war in Steglitz. Hm. Also, ehrlich, der überzeugt mich nicht. Früher habe ich ihn geliebt, der hat ganz anders geschmeckt. Ja. Also, er hat mir früher sehr gut geschmeckt. Ja. Klar, jetzt kostet er 6 Euro, ist andere Zeit. Wenn man den jetzt wieder vergleicht mit Smackburger, Bruder, da kommt der gar nichts mehr ran, dann hat der leider keine Chance. Ja, also, sag ich ehrlich so, für Shisha-Bar, okay, ja, kannst du bestellen in der Shisha-Bar, da gibst du dich dann auch zufrieden. Wenn du sagst, ey Bruder, ich will einen geilen Burger essen gehen, dann ist es hier vielleicht nicht die richtige Adresse, meiner Meinung nach. Ja. Ich würde hier mit so einem Mittelding gehen, ja, 5 von 10. Vielleicht gibt es ja immer noch so ein Angebot, ja, mit Pfeife, Burger, Cola, Pommes, war immer geil. Ja, ich war sehr, sehr oft da, wo es noch Fame Lounge war. Also in der Mitte war das Patty sogar noch rosa, rot, ja. Bei einem Smashburger eigentlich nicht so gewünscht, zu viel. Also sage ich ehrlich, das war ein Fail sogar, ja, also ich würde da auch mit der Punktzahl jetzt ein bisschen runtergehen. Ich habe ihn auch ehrlicherweise nicht oft gegessen und ja, es ist eine 3, ja, es ist eine 3 von 10. War früher geiler. Ich war da wegen meinen Flashbacks, okay? So ein Ding ist das. Ich freue mich auf morgen auf den Döner bei Cebosch, ja, da habe ich auch ein paar Flashbacks auf jeden Fall. Für mich ist es ein ganzer Tag, für euch nur ein Schnips. Ja, ich bin wieder hier. Wir hatten noch Hunger und es war zu gut, Bruder. Also dann bis morgen mit dem Schnipser. Warte, schaffen wir es jetzt? Warte. Mann, lass doch gut nochmal testen. Ist noch besser geworden. Oh, hey. Die Magenhöhe ist auch krass, ja? Also jetzt bis morgen. So, Bratans, wir sind back, ja? Es ist inzwischen Montag. Sonntag hatte der Laden einfach zu. Verstehe ich nicht. Ich kenne keinen Dönerladen, der Sonntag zu hat. Aber anscheinend vielleicht läuft Steglitz nicht mehr so wie früher. Ja? Bevor wir zum Dönerladen gehen, habe ich hier bei Edeka den Eistee von Katja gefunden. Erste Mal, da stehen sie. Hier steht sogar Katja Krasavice hier drauf. Design, ja, Standard. Ne? Standard, was ich gut finde in der Dose. Schmeckt besser, ja? Also wir haben einmal Pfirsich, Granatapfel, Erdbeere. Pfirsich fangen wir an. Kommt so eine leichte Pfirsich durch, ja? Vom Geruch. Mal gucken. Digga, da ist Kohlensäure. Hä? Das hat mich jetzt überrascht. Okay, also es ist was anderes, ja? Also cool. Ja, cool, dass es mit Kohlensäure ist. Aber warte mal, das war jetzt voll die Überraschung gerade. Also ich liebe Kohlensäure. Deshalb war es am Anfang cool, aber dann kommt es so, kommt es mir zu künstlich rüber im Nachgeschmack, weißt du, ich meine? 5 von 10. Granatapfel, Erdbeere, jetzt bin ich gespannt. Aber einfach voll geflasht, ich dachte, das ist so Eistee halt, ne? Also ist das, was ist das dann, eine Limo? Da es so mit Kohlensäure ist, erinnert es an einen Energy Drink, ja? Ist das ein Energy Drink? Erfrischungsgetränk mit Granatapfel und Erdbeergeschmack. Schmeckt wie so ein Energy Drink, ja? Sag ich mal. So ein typischer Energy Drink mit Geschmack. Wo es kein Energy Drink ist, wahrscheinlich. Ja, Punktzahl ist auch eine 6 von 10, würde ich sagen, ja? Der schmeckt mir sogar einen Tick besser als der, so mit Kohlensäure, ja?
So ist halt Energy Faktor und hier ist halt so Eistee mit Kohlensäure mäßig. So, aber jetzt gehen wir wirklich zum Dönerladen. Ihr seht das wunderschöne Ding. Film einmal. Kenne ich auch noch von früher, ja. Also die Läden haben sich alle sehr, sehr lang gehalten. Hat auch was zu heißen. Ja, wir gehen mal rein. Schön knuspriges Brot. Lass mal einmal das Fleisch so einzeln probieren. Okay, ja. Das Pulver geht gut rein, ey. Ich habe Schafspulver drauf gemacht, das ballert aber richtig. Mhm. Boah, ist das scharf, Bruder. Ich habe noch nie so scharfes Pulver gehabt. Mmh. In letzter Zeit, Chicken Gemüse Kebab geht schon gut rein, Alter. Gibt's gute Spots in Berlin, echt. Der ist nicht verkehrt. Geil. Salat frisch, knackig, sehr gut. Oben Zitrone drauf, frittiertes Gemüse. Auch sehr gut, nicht zu durch, nicht zu knackig, perfekt. Mhm. Wir haben schön Kartoffeln drin. Geil. Gefällt mir sehr nice. Das Fleisch überhaupt nicht trocken, saftig. Ja. Wenn wir jetzt mit Eddies vergleichen wollen, meiner Meinung nach bis jetzt der beste Chicken Gemüse Kebab ist, kommt er nicht ran, aber er ist nicht weit weg. Er ist gut, er schmeckt gut. Mir fehlt vielleicht ein bisschen noch mehr, ein bisschen Würze, ja, diese Power von Eddies fehlt, ja, weil bei Eddies, ey, habt ihr gesehen, was da alles drauf gemacht wurde, da wurde irgendwas drauf gesprüht, dann extra nochmal Gewürze, da wird gewürzt, Limette drauf, ja, deshalb war so viel Power bei Eddies hier. Der schmeckt stark. Die Soßen schön cremig, ja, die Kräutersoße gefällt mir gut. Im guten Hintergrund, ja. Geil. Dann würde ich desto trotz sagen, dass es eine erfolgreiche Foodtour war, ja. Von 3 Spots waren 2 gut, die ich euch empfehlen kann, ja. Könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr in Steglitz seid. Ich würde hier für den Döner eine gute 7,8 geben. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Hier seht ihr noch mehr Videos von mir. Checkt gerne ab, Like und Abo dalassen für den Support. Ich küsse eure Herzen. Was geht raus?